Herrschaften, einen wunderschönen guten Abend zu meinem Let's Play. Das letzte Mal haben wir einen Krieg gegen Preußen gewonnen und während dieses Kriegs haben wir durch meine eigene Blödheit drei von meinen Armeen zerstört. Naja, soll sein. Dieses Mal werden wir wieder versuchen, ohne Krieg auszukommen. Wir werden jetzt mal schauen, dass wir in Sinai Einwanderer anlocken. Das heißt, dass wir Süddeutsche nach Sinai bringen und Sinai vielleicht irgendwann einmal zu einem österreichischen Staat, Bundesstaat machen. Also keine Kolonie, sondern einen richtigen Teil des österreichischen Reiches. Ja, wir haben zwar gewonnen den Krieg, aber eigentlich haben nicht wir gewonnen, sondern Frankreich. Und Frankreich hat sich jetzt noch weiter nach Deutschland reingefressen. Ja, ist natürlich auch sehr unhistorisch. Frankreich hat das nicht wirklich gemacht. Muss man auch dazu sagen. Sie sind natürlich auch ein wenig von uns begünstigt worden dadurch, weil die ersten zwei Kriege haben ja eigentlich wir geführt. Diesen Krieg dafür hat jetzt in Frankreich gewonnen, das heißt, in Wirklichkeit ist es eh okay, wenn sie es ja gewonnen haben. Was von Preußen, wir nehmen Preußen halt langsam auseinander. Langsam aber sicher. Gut, das ist natürlich auch deswegen passiert, weil Frankreich der Anführer von der Allianz war. Ich weiß jetzt nicht genau, warum dieses Mal schon und die letzten paar Male nicht, aber naja, gut. Soll sein. Schauen wir mal, ob wir weiterkommen. So, Liberale haben wir wieder plus 7%. Aber wir haben auch letztens eine Reform gemacht, deswegen sind sie runtergegangen. Ist die Zahl der Liberalen runtergegangen. Landwirtschaftsleistung und Düngerproduktionsleistung wird erhöht. Kunstdünger. Nitroglycerin wäre mir lieber. Schauen wir mal. Nitroglycerin brauchen wir nämlich. Wir haben nur eine 2%ige Chance. Militärstatistiken oder wissenschaftliche Verwaltung wird es erhöhen. Was sind Militärstatistiken? Oh mein Gott, das müssen wir da noch weitermachen. Puh. Ich sehe gerade, ist eh klar, dass wir diesen Krieg verlieren. Wir sind ja urweit hinten nach in der Armeetechnologie. Wir sind ja sogar in der Marine fast besser aufgestellt als in der Armee. Das soll einmal was heißen für eine Landmacht wie Österreich. Was war das zweite? Wissenschaftliche Verwaltung. Wissenschaftliche Verwaltung wäre das da. Naja, okay. Mist, Nitroglycerin wird länger dauern. Weil ich habe nicht vor, das da zu erforschen. Ich meine, bei der Armee, das wäre durchaus in meinem Sinn, die Organisation meiner Armee etwas zu steigern. Das war, glaube ich, eine der Hauptprobleme, die wir jetzt hatten in dem Krieg bereits. Nicht nur unsere Moral, die sehr viel niedriger war als die von den Preußen, sondern auch, dass wir auseinandergefallen sind wie ein Haufen Sandkuchen. Na, schauen wir mal, wenn wir Eisendampfer haben. Wir müssen einfach verhindern, dass wir aus Kolumbien rausgeworfen werden. Wie schaut das aus bei Kolumbien? Steigen die noch immer oder verlieren sie? Ja, die steigen noch immer. Frankreich nicht. Und die verlieren sogar. Und wird auf 100 bleiben. Wir weisen die Botschafter von Großbritannien aus.
wir erzählen, sobald wir den Kanal gebaut haben, sind sie an Kolumbien gar nicht mehr interessiert. Ihnen erwartet, ja, wir respektieren ihren Glauben. So, außerdem sollten wir diplomatisch Großbritannien um Entschuldigung bitten, dass wir ihre Typen dort rausgeworfen haben oder rauswerfen haben lassen. Wir haben ein ägyptisches Grab entdeckt. Ich wusste doch, es zahlt sich aus, Ägypten zu erobern. 877 Forschungspunkte und 10,5 Prestige. Yes. Das war aber nicht Tutanchamun. Okay. Was haben wir da? Tja, Preußen ist nur noch 8er. Auch nicht schlecht, kann ich auch damit leben. Mit etwas Glück fliegen sie irgendwann mal ganz raus. Ah, wir haben Schiffe gebaut schon. Sehr gut, unsere zwei ersten Handelszerstörer, ist das schön. Und ihr seht, wir haben jetzt eine größere Kolonialmacht. So, was bauen wir da? Rudolf Schmidt, Reinhold von Schönburg, Lorenz Miklasch, naja. Der Herr Tegetthoff, nein. Remmele, nö. Hainau, dadurch sind sie langsamer, aber. Oh, da haben wir Gott Gebhard von Wittelsbach. Der ist gut. Den nehmen wir. Ja, wie ich euch am Ende des letzten Videos gesagt habe, ich habe in der Pause zwischen diesen beiden Videos bereits einen Haufen Truppen ausgehoben. Ein Teil dieser Truppen geht nach Mailand und bildet dort eine Armee. Der andere Teil geht nach Lemberg und bildet dort eine Armee. Die nach Lemberg sind 10 Maxeln, also 10 Regimenter, das heißt eine ganze Armee. Wenn die dort steht, die Armee in Lemberg, dann werden wir noch mehr Leute ausheben, damit wir auch eine ganze Armee in Mailand stehen haben. In der Zwischenzeit. Wie schaut das aus mit den Marinestützpunkten? Sind die bald fertig? Ein bisschen mühsam, weil wir haben da relativ hohe Kosten. Wenn wir da über diesen 62 sind und wir werden über diese 62 kommen. Oh, so ein Handelszerstörer bringt ganz schön viele Punkte. Also auf 160 sollten wir jetzt schon einmal kommen, irgendwann einmal. Gut. So, bei der Bevölkerung schauen wir mal, ob sich das mit dem Aussiedeln schon gezahlt hat. Gibt es bereits Süddeutsche in Suez? Ach, schon wieder ein Konflikt in Westafghanistan. Eigentlich interessiert mich das gar nicht. Haben wir Süddeutsche hier? Misrinisch, Beduinisch, Maschrikisch, keine Süddeutschen. Aber Nordkaukasisch. Interessant. Hey, Eisendampfer. Nein, interessiert mich nicht. Details. So, jetzt brauchen wir nur noch das Nitroglycerin. Und für das Nitroglycerin müssen wir entweder da die zwei erforschen oder bei Armee die beiden erforschen. Dann machen wir mal Militärpläne, weil noch einmal möchte ich nicht so untergehen in einem Krieg. Und ein bisschen Militärtechnologie hat niemandem noch geschadet. Außerdem kostet es praktisch nichts. 5000 nur noch. Das schaffen wir fast in einem halben Jahr. Das schaffen wir in einem halben Jahr mittlerweile. Nein, auch Westafghanistan interessiert mich nicht wirklich.
Findet sich da jemand für diesen Konflikt? Ich nehme mal an, nein. Das wird jedem sowas von egal sein. In Europa. Untergrunddruckerei. Schließen. Oder lasst sie weitermachen. Wir lassen sie weitermachen. Jetzt 4. Da haben wir auch schon 3. Einen kriegen wir noch. So, na, 64 von 62 Schiffspunkten haben wir jetzt noch aufgebraucht. Wir brauchen mehr Stützpunkte. Das da. Warte jetzt mal, wie heißen denn die beiden Armeen, die wir da haben? Das ist die zweite und die vierte, die übrig geblieben ist. Na gut, dann wirst du die erste Armee. Namensänderung. Erste Armee. Ah, Udine wird zur Kernprovinz. Das ist gut. Das ist ausgezeichnet sogar. Und das wird die zweite Archie. Armee. Okay. Und jetzt haben wir zwei zweite Armeen. Dritte muss das sein dann. Anführer vielleicht auch gleich rein. Wieder eine Beleidigung gegen Korea, ein Kriegsgrund, ist okay. Dann liebe Österreich. Verona hat sich auch uns angeschlossen als Staat. Klein Galas. Und da nehmen wir. Oh, nehmen wir gleich den Dankl, das ist ganz gut. Was haben wir denn da für Kriege gerade? Oh, Tunesien wird gerade erobert von Großbritannien. Na sowas. Normalerweise macht das Frankreich. Die verhalten sich total friedfertig da jetzt. Sachsens Meinung von wem ist gestiegen? Achso, nein, warte mal. Dings kann ja gar nichts machen. Preußen, die waren ja gerade im Krieg mit ihnen. So, mehr. Admiräle, mehr Generäle.
Art warten auf Godot, was wir gerade machen. Wir warten, dass unsere Truppen wieder mehr werden. Wir können gerade mal 4 Armeen erhalten. Ach weh. Das ist so elend. Wie schaut das mit der Industrie aus? Schauen wir mal ganz oben. Ah, da haben sie eine Luxusmöbelfabrik. Bauen sie nach Alfeld. Okay. Wenn sie meinen. Vielleicht sollten wir das priorisieren. Mailand angekommen. Haben wir noch Truppen, die gebaut werden? Ja. Dragoner in Novi Sad.